Hallo, mein Name ist Marc und ich erzähle Ihnen heute was über die Sicherheit am Grill. Bevor Sie anfangen zu grillen, bitte unbedingt die Bedienungsanleitung lesen und dafür sorgen, dass der Grill fest und sicher steht, dass er nicht einfach so umkippen kann. Des Weiteren nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen, also nicht, dass nachher die ganze Gardine und die Wohnungseinrichtung oder irgendwie die Hecke im Garten brennt. Und natürlich Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt alleine mit dem Grill lassen. Wenn Sie dann anfangen zu grillen, bitte natürlich Grillzange und Schutzhandschuh tragen, dann verbrennen Sie sich auch nicht Ihre Fingerchen. Beim Gasgrill speziell bitte darauf achten, dass Sie die Gasflasche immer stehend aufbewahren und den Schlauch aus der Gasflasche von Hitze fernhalten. Dann geht es in folgender Reihenfolge los. Deckel auf, Gasflasche aufdrehen und hier anzünden. Puff, und los geht's. Zu guter Letzt haben wir den Holzkohlegrill. Bitte niemals Spiritus zum Anzünden benutzen oder irgendwelche leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Spiritus geht sofort auf und dann haben Sie eine ganze Spirituswolke hier um den Grill. Das Gerät Ihrer Wahl sollte ein Anzündkamin sein. Damit kann auch nichts schief gehen. Und wenn Sie dann mit dem Grillen fertig sind, bitte den Grill mindestens 12 Stunden ruhen lassen, damit die Grillkohlen auch wirklich ganz kalt sind, bevor Sie die in den Mülleimer entsorgen können. Wenn Sie diese Hinweise beachten, dann kann nichts mehr schiefgehen. Ich wünsche viel Spaß beim Grillen.